So, dann wollen wir mal gucken. Zweite Türe. Da soll ich hin. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Geh ruhig da runter. Okay. Mach ein Körpermädchen. So. Gratis Erfahrung. Dankeschön. Ach, da soll ich durchschwimmen. Alles klar, Mann. Okay, okay, okay. Und los geht's. Ja, sehr gut. Bitte keine Piranhas. Bitte keine Piranhas. Bitte. Okay, werde ich gleich beschossen? Nein, scheinbar nicht. Okay. Hi. Die Musik ist noch ganz schön spannend. Okay, hier haben wir einen Shortcut aufgemacht. Jetzt brauchen wir hier nicht mehr durchschwimmen. Alles klar. Ach. Zack. Hä? 2 von 5? Hatten wir nicht schon 2? Hä? Die Bims verwirrt. Na gut, pass auf. Oh. Drecksack. Nein, 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 nein. Zack. Wo steht der andere? Da oben. Adieu. Dankeschön. Oh, Scharfschützin. Freigeschaltet. Ich glaube, das waren dann ein paar Kopfschüsse. Leck mich doch am Arsch. Überall murmeln diese Viecher hier rum. Das ist doch zum Heulen. Ich höre die hier. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, ja, das ist genau wie auf der anderen Seite. Das habe ich mir wohl gedacht. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Ach, du lebst noch. Ja, super. Das finde ich ja toll. Die sind so eklig, die Viecher, ne? Da ist wieder so ein tretbares Floß. Die Munition lasse ich noch mal eben liegen. Ja, wobei, so ganz viel Munition haben wir auch gar nicht mehr, ne? So, du wolltest fließendes Wasser. Weiß ich nicht. Warum nicht? Ach. Was hast du denn jetzt wieder kaputt gemacht? Muss ich das irgendwie trennen? Warte mal eben. Dass ich wieder von einem aufs andere springen kann. Wobei, das sieht eigentlich dicht genug aus. Boah, dieses, Rumgeknöter hier von den Jungs, ne? Das macht mich ja fertig. Ich brauche
brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, 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 das brauchst du. Das ist richtig. Das da muss ich kaputt machen. Aber wie? Tauchen? Okay. Hey, cool. Den Typen können wir noch looten. Was? Hey, das muss man hier doch einschlagen, oder? Oder vertue ich mich? Brandpfeil wahrscheinlich auch nicht. Sag ich jetzt einfach mal ganz mutig. Ach, Shotgun-Munition haben wir voll. Können wir mit der ja ein bisschen arbeiten, ne? Die Jungs knötern hier rum. Ist doch nicht mehr feierlich. Gerafft habe ich es immer noch nicht ganz. Wie komme ich da? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, sag an, echt. Wer denkt sich denn sowas aus? Na gut, warte. Den konnten wir auch noch looten. Den hier können wir auch noch looten. Geht sich nicht. Okay, warte. Mach das ab. Schneid das Seil durch. Komm schon. Ja. Ah, sehr gut. Nimm mal den Bogen, bitte. Ich schätze mal, dass der ungefähr hier ist. Jetzt füllt sich da unten das Becken und wir können. Ja, alles klar, Mann. Ja, so wird ein Schuh draus. Und. Auf. Ah, schön. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Na du? Entschuldigung. Eieiei. Hier schießt doch wieder einer mit Pfeilen. Oh, na. Du Sausack. Aua. Geh doch kaputt. Danke. Oh, da brennt er, der Junge. Sehr gut. Da steht er wieder. Oh, du Sau. Aua. Warte mal. Boah. Boah, okay. Wo denn? Jetzt schneid bitte das Seil durch, bitte. Ich krieg die Motten. Kriegst du das nicht hin? Ja, ich höre die ganze Zeit. Jetzt schneid das doch einfach durch.
Alter. Das war auch nicht richtig. Ich will dieses Seil durchschneiden, bitte. Das ist nicht wahr. Ja. Und. Verkackt. Ah. Ist nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Macht nichts. Ihr verarscht mich doch. Hört auf, mich zu verarschen, bitte. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja. Das würde ich aber auch so sagen, Mädchen. Du brauchst erstmal fließendes Wasser. Mist, das ist ja eine Armee. Wo denn? Wieso? Wo? Hallo? Wo hast du denn die Armee gesehen? Ich sehe keine Armee. Tut mir ja leid, ne? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich gucke mich jetzt nochmal hier um, aber. Sorry, Jungs, hier ist keine Armee. Also, so gerne ich hier eine hätte, aber hier ist keine Armee. Was ist das hier? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, machen wir dir. Ah, hier kann ich noch durch. Mal auf. Ah, cool, danke. Nur dafür? Okay. Ist in Ordnung. Knöter, knöter, knöter. Aber ich hatte doch vorhin schon. Ich hatte das doch schon. Schneid das jetzt durch, verdammt. So? Hilft dir das mehr? Nee, ne? Das muss doch hier hin. Und jetzt einfach nur durchschneiden. Komm schon. Gibt es hier denn noch irgendeinen Typen, den ich umhauen muss? Irgendwo hängt hier doch so ganz verpackten Gegner fest, oder? Kann das sein? Rum. Na, wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Das klang. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad.
hier nicht. Was ist denn damit überhaupt? Warum kriege ich das denn nicht kaputt? Und warum habe ich das nicht geholt? Ich glaube, hier stimmt was nicht. So. Ja, das kann man auch nicht kaputt machen. So. Ich vielleicht von hier aus da dran schießen. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Leider nicht. Von hier aus würde ich drankommen. Oder, warte. Kann ich das vielleicht einfach so ziehen? Nee, auch nicht. Die ist doch verhext. Jetzt mach doch. Jetzt. Komm schon. Ich will ja nicht meckern, aber mach. Mach ein Ding los. Tu, was du sonst immer tust. Mach einen Tempel kaputt. Von mir aus das Seil gleich mit. Komm schon. Fließendes Wasser an dem Rad. Nee, echt? Sag an. Hilft mir das jetzt weiter? Nein. Auch nicht. Okay. Ich drehe den Apparat wieder zurück. Irgendwo da hing der vorhin auch. Und da konnte ich das Seil doch noch kappen. Ach, warte mal. Oder kann ich einfach ein neues Seil spannen und das trennt sich? Und dann fällt das Seil einfach ab. Ich krieg zu viel, ne? Oh cool, den kann ich im Kreis drehen. Geil! Okay. Viele Gegner, große Tür. Nein. Hi, Chica.
Sie gehen nicht rein. Diese Figuren sehen wie diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Jaxil, die Göttinnen des Schutzes. Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Hier liegt die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Eine Sonnenfinsternis und ein Reiher. Wie die Tattoos auf Unuratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Soll ich hier einfach nur durch? Oh, 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 Vorsicht. Ach du heiliger Bim. Au! Das tat weh, Mann. Ich würde mich gerne heilen, aber... Au! Oh Gott. Oh lala. Warte mal. Au, au, au. Mist. Aua, okay. Ich wusste nicht, dass das weitergeht. Hallo. Na Jungs. Ja, auch hier. Schön. Uah, halt dich doch einfach fest. Nein, aua. Ja, gut, dass die nicht schießen können. Wie die Sturmtruppen. Na, komm schon. Ah. Hoch mit dir. Ja. Laufen, 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 laufen. Oh Gott. Autsch. Okay, die Unterwelt. Schießen die immer noch auf mich? Ey. Hört auf damit. Alles klar. Puh. Kurz Ruhe. Aber ich kann leider nur alleine durchatmen. Sie kann nicht atmen. Da sind Luftbläschen. Wo soll's denn hingehen, hm? Wissen wir noch nicht. Alles klar. Dann einfach mal weiter geradeaus. Dass wir diesen Kaiman Stufe 2 haben. Die hält echt lange durch. Okay, die verborgene Stadt wieder. Endlich. Geschafft. Cool.
Das ist voll. Warte mal, da kann ich hin. Und hier? Ah, okay. Ah. Aha. Nur ein bisschen extra Loot. Dankeschön. Und her mit dem Gold. Ah. Dankeschön. Dann sollen wir da hoch, ne? So. Da, mein fehlende Ausrüstung. Axtwände sind Überhang Steigeisen. Hier hab ich nicht. Was habe ich denn ausgewählt? Ich nehme mal den Bogen. Oder? Ah, die Pumpgun war auch ganz cool, ne? Okay, hier liegt nichts. Warum bin ich hier? Ja. Jein. Wo kriege ich denn jetzt Steigeisen her? Ich frage ja nur. Ich soll doch nie nach unten, oder? Ja, okay, hier sind Pilze. Was ist das? Aber das macht gar keinen Sinn. Ich bin heute irgendwie ein bisschen schwer von Begriff. Komm schon. Da geht's hoch. Da geht's rüber. Das macht keinen Sinn. Nee, das macht leider gar keinen Sinn. Okay. Mich da nicht irgendwie festhalten? Wie denn? Es interessiert mich. Och nö, ehrlich. Frau Croft, ne? Zwängst dich überall durch, aber da nicht, oder was? Das könnte helfen. Neue Ausrüstung, Überhang, Steigeisen. Nee. Warte. Ich Idiot. Ich wollte eigentlich gucken, ob da noch was ist. Naja, egal. Den Gefallen tue ich uns noch. Einfach, weil die sich so schön durchzwingt. Komm schon. Da liegt doch noch irgendwas rum, oder? Hier vielleicht? In diesem Zelt auch nicht. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Na gut.
Geh da durch. Ja, 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 ja. Ah, sehr gut. Danke. Schön festhalten. Okay, okay, okay. Oh. Hacke. Ja. Überhang verlassen? Ja. Neue Höhen. Eine schöne Errungenschaft. Soll ich hier was tun? Nee. Hier gibt's für uns nichts. Wie geil das aussieht. Das ist so crazy geil. Ich habe mich voll verliebt. Oh. Da muss man echt immer noch einmal X drücken. Oh. Das wird eine tolle Stelle, sage ich. Seitwärtssprünge am Überhang. Drücken Sie A. Und X wieder am Hals zu finden. Alles klar. Mädchen. Und das mit diesen kleinen Sandalen. Ich werd bekloppt. Jupp. Machen wir. Hm? Abseilen, okay. Machen wir auch. Geh mal noch ein Stück tiefer, bitte. So. Und... Hallo! Oh. Federn, alles klar. Ach so, da war auch noch... Ja. Was hast du? Was hast du denn? Jetzt sag doch mal. Jetzt wollen sie es aber wissen mit den Überhängen, ne? Ah. Ja, wir machen das. Gar kein Problem. Verarsch mich nicht. Gott. Ich habe gar keine Höhenangst. Habe ich tatsächlich nicht, aber wow. Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Mit der Hakenaxt, alles klar. Okay. Mhm. 50 Erfahrungspunkte, Gott weiß wofür. Ach komm, hör auf, da soll ich reinhüpfen? Bin die ganze Zeit hochgeklettert. Na, los geht's. Alle hopp. Na gut, ich mach das. Da knüppel ich mich durch. Ach. Das Ding.
Irgendwo Blubberbläschen vielleicht? Nein, Piranhas, hör auf, geh weg. Lass mich in Ruhe. Ja, nehme ich. Da soll ich hin. Okay, machen wir. Dann leg mal einen Zahn zu. Schneller schwimmen, okay. Oh, cool. Kleiner Torbogen. Schon wieder die verborgene Stadt. Fertig werden, Mädchen. Fertig werden. Los. Hä? Tatsächlich? Ich bin wieder hier? Aber ohne die Schatulle. Die Rebellion lebt. Okay, alles klar. Zu Urunatu zurückkehren. Oh. Ja, geil. Ein Basiscamp. Gib mal her. Vier. Göttinnen oder Kreaturen, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Urunatu danach fragen. Drei auf einen Streich, das hätte ich gern. Ja, ich glaube, dabei belasse ich es auch erstmal. Mit einem Punkt kannst du echt nicht viel machen mehr. Schnellreise überlege ich mir gerade mal eben. Zu Urunatu. Alles klar, Mann. Halli, hopp. Du wirst gut lachen, Kind. Das müsste doch dann hier irgendwo sein, oder? Noch ein kleines Stück. Falls du mich hörst. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Urunatu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Okay. Ein Reiher und eine Eklipse. Matukultik, in Chan Etail, Janin Kalantik Ma Udjuntech Mishwal, Ma. Watsutil Batelobe Matun Lobiltikon. Eine Höhle in der Nähe. Ja, ja. Hey, Lama, was geht ab? Hä? Oh, hallo. Ha. Das habe ich auch nachgelesen. Da gibt es nämlich auch noch ein Achievement für. Ich glaube, wenn man die fünfmal streichelt. Oder fünf verschiedene. Hey. Wo zum Henker bist du? Da unten. Da, ein Reiher und eine Eklipse. Alles klar, Mann. Na, gut versteckt, muss ich sagen. Vielleicht können sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Urunatu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie
halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Edsley erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Schlangenwache. Gepanzerte Tunika und Kopfschmuck. Da ist noch ein Relikt. Ein sechskantiger aus Kupfer gegossener Streitkolben, in den eine Beilklinge eingearbeitet wurde. Eine furchteinflößende Waffe. Ja. Neues Basislager. Wo bin ich denn? Hey, du hast noch eine Quest für mich. Cool. Das schaue ich mir sofort an, aber da ist ein Basislager. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Er wird seinen Anhängern enormen Aufschwung bescheren und sie für ihre Sache begeistern. Ja, jeder mag Sieger. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Dafür haben wir jetzt aber keine Zeit. Was für ein Chaos. So, was haben wir denn hier Schönes? Und zwar die Schlangenwache, gepanzerte Tunika, Kopfschmutz, getragen von den Elite-Soldaten des Kults. Ermöglicht den Kontakt mit Kultisten. Schick. Gut siehst du aus. Dann hole ich mir aber eben einmal diese Nebenmission. Wo stand der Hyopeng da oben? Komm her, du. Erzähl. Was los? Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ichik, Maschani Kubeitelin Wantag. Tintus Tag Hotul Magte Alujokol. Utsonob U. Achkilich Kunesahil Kukulkan. Yale Batel Tambalilo. Balema Beichaki. Tuhel Kinobe. Tenhelin Holpesikop Kachile. Vale. Belama tu beitalin batel, mish al kap kin beitalin betik, kulekelin sene kin tubik kik, bale la ilimalov ak sol nukene, hua bei kachil tak bela. Chukin wet bisak bai lov, kakachop ti cheop, uchil tu lakal le kaho, te alupek sak olo, te kumpate lov taken kimikobi. Nicht solange ich da bin. Hach, jete lubuke sak, bei iskananti lekano. Helu hal kaptikobe bello, mishmak kuntu kultik tech betech. Vier? Waren bei der Mission nicht fünf Mann dabei? Hach, kolki holpesikob kachil, bale machuk helbish ulakobo, mishmak kailech, min ma shane kimesabich. Mal sehen, was ich tun kann. Jawohl, vier Gefangene. Vier Gefangene losbinden. Genau, dann können wir hier durch diesen, da waren wir schon mal, durch diesen Eingang, wo die Wachen auf der Brücke standen. Wie kommt man denn hier wieder raus? Ah, alles klar, hab schon. Macht euch keine Sorgen, ich weiß schon den Weg. So.
4 Gefangene losbinden. Das machen wir doch mal eben. Dahin, alles klar. Ey. Magst mich nicht mehr, oder was? Jetzt. Mach mich fertig, die Alte. So, Lara. Wo ist der Pfahl? Da hängt er doch, oder? Ah, ja. Ja, genau. So möchte ich das sehen. Nein. Malobukin helbesba, tiala halkaptikulakovo, jetel akastikolki? Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Kuschankolki, ichlehuptanovo, timbuyahu yawaktik sutuk, upachov, in wohel kuschan. Ujek, ujek! Sasen. Ujek, ujek! Okay. Einen hätten wir schon mal. Die anderen waren irgendwo hier hinter der Brücke. Da hängt noch einer. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Mhm. Das sehe ich auch so. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Ein Spion? Interessant. Danke. Der sagte ein Spion. Aha. Als nach der langen Dürreperiode endlich Regen fiel, verließen die Ratten ihre Baue, um nach weiterer Nahrung zu suchen. Und mit den Ratten kamen die Plagen. Jene, die von ihnen befallen wurden, bluteten aus Nase und Ohren, bevor sie einen qualvollen Tod fanden. Sie starben in so großer Zahl, dass einst belebte Städte verlassen zurückblieben. Oh, Bayer. Eine Pandemie? Nein, eine Epidemie. Wie heißt das Ding? Ich glaube, eine Pandemie heißt es dann, ne? Da oben steht noch einer. So, ich brauche eine andere Tunika. Nein, ich bin lebendig. Genau wie du. So, jetzt bist du frei. Drei von vieren. Da ist noch einer irgendwo. Na, komm schon. Geht auch hoch, bitte. Aha, sehr gut.
Na du? Fast gut. Auch nicht. Irgendwo hier. Nee, auch nicht. Da irgendwo. Alles klar. Salumon. Lakalon. Gut, dass du die Klappe nicht halten kannst. Ich hätte dich nie gefunden. Puma konnte euch in dem Moment nicht helfen. Aber jetzt schickt er mich. Den alten Homa wieder besuchen. Abrollen und zurück zu Poma. Komm schon. Habe ich dich schon gestreichelt? Was? Was hast du gesagt? Nein. Ja, da freust du dich, ne? Super Sache. Oma war da oben. Oh Gottchen. Schnellreise wäre ganz verlockend, nicht wahr? Wo war hier ein Basislager? Wo war das? War irgendwo eins? Geradeaus. Stimmt, da oben am Tempeleingang. Check. Check, check, check. Warte mal. Soll ich das da nicht runterholen? Dafür habe ich nicht genug Platz. Eine zeremonielle Flöte, die bei Menschenopfern gespielt wurde. Der Klang dieses Instruments in Form eines Totenschädels wurde mit den gequälten Schreien der Sterbenden und Toten verglichen. Es heißt, sein schriller Klang würde den kürzlich Verstorbenen einen Weg in die Unterwelt ebnen. Die Todesflöte kam außerdem als Kriegsinstrument zum Einsatz, dessen Töne unwissende Feinde mit Furcht erfüllen sollten. Okay. Muss ich das da nicht irgendwie runterschießen? War das nicht so ein Ding? Verdammt. Egal. Dominguez hat Unuratu. Umukil, Hatschkabet in Likesikimbaon, Tial Ulak Kulbatelo. So. Da sind wir wieder. Zurück in dieser wunderschönen Höhle. Hallo, Poma. Deine Freunde sind frei. Und da ist noch mehr. Kolkwi lebt. Er stand vorne, als die anderen umzingelt wurden. Er rief eine Warnung und rannte weg. Lelo Hatschetin Malum. Es gibt ein Problem. Es könnte sein, dass ihr einen Verräter unter euch habt. Hach, in Wochel, Tin Wochel Tag Mashi, Kalikil Minanechweye, Ten Shankin Iliku Zabal, Tibaschku Nachmatik. Okay. Ilawilech, Kamle Hela Humpel Nib Olaltitech, Hach Jab Uchik Awantikon. Hach Le Jok Salkolki Hach Hach, Jancha Hubinte Kuchil Kananil, Jantelwitzo. Hel Guamentik Uts Akachtike. Ich finde ihn. Neue Ausrüstung erhalten. Uralte Beinschienen.
Das klingt toll. Und einen Fähigkeitenpunkt. Na, quatschen die wieder? Nein. Da, Chamakas Beinschienen. Vorteile, Bonus EP bei Angriffskills, Bonus EP für nicht lautlose Kills. Oh oh. Die stelle ich mal her. Aha. Nadel und Faden haben wir freigeschaltet. Aber ich muss ja bei diesem Outfit bleiben. Hier könnte ich mich noch eben hin teleportieren. Sehr schön. Wo ist... Was? Wofür brauche ich diese blaue Tunika andauernd? Warte, da. Das müsste die Brücke sein, oder? Jo. Sehr gut. Moin, Jungs. Ich darf hier rein. Ach du, Kacke. Hallo. Uiuiui. Hi. Na du, läuft bei dir, huh? Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Es geht um ihr Überleben. Oh. Habe ich das jetzt abgebrochen? Entschuldigung. Bin einfach nur Richtung Spalte gelaufen. Jo, den haben sie aber gut getroffen. Die sind allgemein nicht so ganz... So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Sowieso nicht ganz schlecht mit dem Bogen, habe ich das Gefühl. Jo, auch schön in den Hals getroffen. Da auch. Wow. Ich kann gerade leider nichts für euch tun, Männer. Ich verkrümel mich mal hier. Oh. Kukulkanuk at ukantoon tulakaon. Yanulak masmletin tukla. Jetzt sag nicht, der bringt die auch noch alle um. Hier ist ein Obelisk. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet.
cool, ich konnte den ja sogar entziffern. Geil. Neues Basislager entdeckt. Dominguez hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos. Was für ein Chaos. Ja, da sagst du auch was. Zwei Fähigkeitenpunkte. Ausdauerkräutermischung. Klingt auch interessant. So ist es ja nicht. Eine Lockfalle. Ich heb das, glaube ich, noch mal kurz auf. Diese zwei Fähigkeitenpunkte. Und such mir erstmal diesen Monolithenschatz.